Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Heute gibt es mal was von Lego Technik, eins von den neuen Sets. Und das Besondere ist, dass es zum 40-Jahres-Set gehört. Also da ist ein Baustein dabei, das die Nummer 40 trägt, wegen dem 40-jährigen Geburtstag bei Lego Technik. So schaut er aus. Man kann ihn zwei Versionen bauen, als Helikopter oder ja, Flugzeug schaut es mir aus. Und ich mache gleich mal auf. Es sind insgesamt 199 Teile, so knapp 200. Es gibt Aufkleber. Zwei große und eine kleine Tüte. Einmal die Bauanleitung gibt es für das Flugzeug und einmal der Helikopter. Ich entscheide mich für den Helikopter. Den baue ich auf jeden Fall. Beim anderen weiß ich noch nicht. Kann man ja irgendwann mal wieder umbauen. Der Helikopter hat 70 Seiten, bis er fertig ist. Und der andere hat 55 Seiten. Also ich melde mich dann, sobald es fertig ist. So, hier haben wir ihn, den Helikopter mit ganz vielen Aufklebern. Und hier oben haben wir einen Motor mit zwei Kolben. Und den kann man hier unten bewegen. Bewegt sich eigentlich alles. Oben die Rotoren und noch hinten der Propeller. Kann man auch sehen, wie es gemacht wurde, der Mechanismus. Dann haben wir hier vorne noch das Cockpit mit ein paar Aufklebern vom Stuhl. Kann man noch so nach oben schieben. Und hier hinten das Heckruder kann man mit diesem Hebel bewegen. Und hier hinten ist auch der Stein, wo die 40 draufsteht, für 40 Jahre Lego Technik. Da wurde hier hinten verbaut. So ein kleines, schönes Set, gefällt mir. Und das zweite wäre dieses Flugzeug, was man noch bauen könnte. Also ein kleines, schönes Set für so circa 15 Euro. Finde ich nicht schlecht. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen und würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal auch wieder einschaltet. Also dann, ciao, bis dann. We'll be right back.